Hey Leute, ich bin wieder zu Hause. Wie ihr sehen könnt, bin ich ganz schön erschöpft. Es war eine lange Fahrt und, naja, ihr könnt es euch schon denken. Unsere Bahn ist wirklich kein Luxus. Das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich bin kein Technikfreak und kann mir ein Leben ohne viele Annehmlichkeiten vorstellen. Ich brauche keine Mikrowelle oder Waschmaschine im Zug, aber es wäre nett, eine funktionierende Klimaanlage, eine Steckdose, einen Lichtschalter und ein Klo mit einer funktionierenden Spülung zu haben. Wir haben alle intelligente Apps auf unseren Smartphones, die uns das Leben erleichtern, aber wir reisen wie noch vor 100 Jahren, ohne Klositz und fließendes Wasser. Auf der letzten Etappe hatte ich keine Snacks dabei und ich hatte mich darauf gefreut, mir im Zug etwas zum Essen zu kaufen. Aber irgendwie kam niemand mit Getränken und Snacks vorbei. Tja, die Bahn versucht zwar Fahrgäste mit fröhlichen Werbespots anzulocken, aber der Service lässt sehr zu wünschen übrig. Warum können sie nicht jeden Waggon mit Kaffee- und Sandwichautomaten ausstatten? Und dazu noch dieses Ereignis. Wir wurden nämlich Zeugen eines Unfalls. Ein Auto ist am Bahnübergang in die Schranke gefahren und der Zug hat so wild gebremst, als ob jemand die Notbremse gezogen hätte. Da habe ich mich gefragt, warum es in Zügen eigentlich keine Sicherheitsgurte gibt. Zum Glück konnte unser Zug noch rechtzeitig anhalten, aber die ganze Situation war höchst gefährlich. Im Auto saß ein bewusstloser Mann, der wahrscheinlich einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten hatte. Der Lokführer hat schnell einen Krankenwagen gerufen. Wir mussten 2 Stunden warten, bis ich alles geklärt hatte. Könnt ihr euch vorstellen, wie viele Züge Verspätung hatten und wie viele Autos in Staus stecken geblieben sind? Das war nicht gerade eine Traumfahrt. Dafür habe ich an eine andere Traumfahrt gedacht, die ich in der Schweiz unternommen hatte. Kommt mit und schaut euch an, was Alex und ich so gesehen und erlebt haben. Und ich werde mich nach ein bisschen Nervennahrung umsehen, denn ich bin völlig ausgepowert. Hallo aus Chur mit unserem Zugspezialisten Alex. Danke. Die Schweiz ist ein richtiges Eisenbahnparadies. Hier läuft alles wie ein Uhrwerk. Ein Schweizer Uhrwerk. Wusstest du schon, dass jeder Schweizer im Durchschnitt 74 Zugfahrten im Jahr macht? Und die Schweiz kommt auch mit einigen Rekorden daher. Hier gibt es die älteste Zahnradbahn Europas, die über den Vierwaldstätter See führt und auch die steilste Zahnradbahn der Welt, die auf den Pilates bei Luzern führt. Sie wurde im Jahr 1889 gebaut. Der längste Eisenbahntunnel der Welt, der Gotthardtunnel, wurde 2016 eröffnet. Er ist 57 Kilometer lang und man braucht 17 Minuten, um ihn zu durchqueren. Dadurch ist die Strecke Zürich-Mailand jetzt erheblich kürzer als früher. Auch der höchstgelegene Bahnhof Europas befindet sich hier in der Schweiz. Er ist auf dem Jungfraujoch auf 3454 Meter Höhe. Der Bahnhof wird der Gipfel von Europa genannt und endet mit einem dunklen Tunnel unter dem Gletscher. Ein Aufzug bringt dich dann auf den Gipfel, von wo du die Aussicht auf die Landschaft genießen kannst. Bei gutem Wetter kannst du bis zum Schwarzwald in Deutschland blicken. Übrigens wurde der Bahnhof am 1. August 1912 eröffnet, dem 100. Jahrestag der Gründung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Wir sollten wahrscheinlich auch sagen, warum wir in Chur sind. Sind wir hier vielleicht, weil die Stadt am Rhein liegt und der Fluss von hier in den Norden zum Bodensee fließt? Oder sind wir hier, um Rätoromanisch und Italienisch zu hören, die hier neben Deutsch die offiziellen Sprachen sind? Wir sind hier, weil wenn wir über Eisenbahnen sprechen, ist Chur ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt und ein idealer Ausgangspunkt und auch ein Pflichtprogramm. Es wäre schade, wenn wir nicht mit den Panoramazügen Bernina oder Glacier Express fahren würden.
Welche Route sollen wir denn nun auswählen? Warte. Meine Geheimbedater meinen, wir sollten den Bernina Express nehmen. Der sei ein bisschen beeindruckender. Na dann mal los. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch die Fotos anschauen, die wir gemacht haben. Und wir fügen noch ein paar Fotos hinzu, die wir von Alex Mitschüler bekommen haben. Der macht nämlich professionelle Fotos mit einer Drohne.